Ein Waffenepos, eine gut durchdachte Handlung und eine nagelneue Grafikengine. Gleich drei Dinge auf einmal, das geht nun wirklich nicht. Oder doch? Red Faction macht's möglich. Ein Aufstand soll den geplagten Kumpels verbesserte Lebensbedingungen ermöglichen. Als Anführer der Rebellion wird der Arbeiter Parker ausgewählt. In dessen Rolle schlüpfen sie und führen einen Kampf gegen die Minengesellschaft Alter Corporation sowie gegen eine heimtückische und tödliche Krankheit. Natürlich treten die Kumpel nicht in die Gewerkschaft ein, schließlich ist Red Faction kein blutleerer Strategietitel, sondern ein bleihaltiger Ego-Shooter. Zu den obligatorischen Spielzeugen wie Präzisionsgewehren und einem Raketenwerfer zählen auch ferngezündete Bomben. Wie in Unreal Tournament haben die Waffen eine sekundäre Schussfunktion. Allerdings sollten sie sich genau überlegen, wohin und auf wen sie schießen. Dank einer brillanten neuen 3D-Engine zersplittert, zerfällt, zerbröselt und zerbricht ihnen so gut wie alles, was ihnen vor die Flinte kommt. Das sieht nicht nur spektakulär aus, sondern macht auch mächtig Spaß. Besonders, wenn sich bis zu 32 Spieler den möglichen Netzwerkgefechten hingeben. Und da sollten sie sich nicht nur vor herumfliegenden Einzelteilen unbedingt in Acht nehmen. Zur sinnlosen Ballerei verkommt dieses Spiel allerdings nicht. Dafür sorgt die geschickte Verknüpfung von Spielablauf und der in 20 Levels unterteilten Hintergrundstory. Die ständige Kommunikation mit den Mitstreitern gehört zur unablässigen Informationsbeschaffung, um in der Geschichte voranzukommen. Ein Weiterkommen gibt es dabei nicht nur zu Fuß, ob zu Wasser, zu Lande oder in der Luft. Für alle Lagen gibt es das passende Hilfsmittel. Gute Miene zum bösen Spiel? Wahrlich nicht. Red Faction hat das Zeug zum erfolgreichen Ego-Shooter. Noch werden sich alle Action-Fans etwas gedulden müssen. Bis zum 20. September bekommt das Bergwerkspektakel noch den letzten Feinschliff.